Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Book of Demons. Weiter geht's. Wir könnten den Kartenplatz reinschalten für 50.000. Leider haben wir noch nicht so viel. Sehr bedauerlich. Und ich hatte überlegt... Wir sind ja schon davor. Also manchmal raff ich das Game nicht. Okay, jetzt. Ja, es hat noch Probleme damit, wenn man irgendwie zwischendurch rausgeht, dann hat der irgendwie, dann kommt der auch nicht so richtig klar damit. Aber wir machen noch zwei kleine, das ist okay. Das ist völlig in Ordnung. Weil 26 Minuten ist viel. Ist wirklich viel für einen Run. Dann machen wir einen kurzen Step. Holen uns die 50.000er, den Slot für 50.000. Und gehen entsprechend damit. Mit neuer Karte zum Antipapst. Um es einfach ein bisschen einfacher zu haben. Na, lass das. Er hat sich sein gelassen, schade. Verdammt nochmal, hat mich vergiftet. Ich habe den Ring noch nicht aktiviert, ne? Den korrupten Ring. Den haben wir, glaube ich, noch nicht drin, ne? Ja. Ja, genau, Alter. Komm dir. Komm dir. Bin gefreezed. Wie viel Leben wir haben. Ah, das ist so crazy. So, wo seid ihr, kleinen Feiglinge, hä? 1000 Gegner. Oh, wir waren da. Ja. Alles easy. Lass mich nicht vorbei, hä? Huah! Betäubt! Alle vergiftet, alle tot. Oh, wir waren da. Klein Käfer. Easy. Weg mit euch. Zur Seite. Nice. 50.000 Gold haben wir gleich. Gleich ist es soweit, Leute. Gleich haben wir sie. Die 50.000 Gold. Für den vorletzten Kartenslot. Ist natürlich unfair, wenn er von der anderen Seite ständig ballert. Ich habe jetzt keine Lust, auch wieder... Die launische Schlange. Keine Lust zurückzulaufen, wollte ich sagen, aber ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig, wa? Wir haben ein Problem, wenn er Einheiten vor mich castet, so wie jetzt. Ja, genau. Das ist so ultra unfair. Dass sie ständig vor einen springen. Nein, jetzt kann ich dich angreifen. Oder auch noch nicht. Jetzt. Deinen letzten HP. Die werde ich dir auch noch wegnehmen. Alter, hier kommt 20 Milliarden Imps! Seht ihr das? 50.000 Milliarden Imps. Und wir haben die 50.000 Gold ready. Oh, das war ein einfacher Kampf. Der war sehr einfach. Ist egal. Weg damit. Alle One-Hit. Easy. Noch eine Kiste. Noch mehr von denen. Leg mit euch zur Seite. One hit. So much damage machen wir. Wir haben so viel Leben. So viel. Oh nice, wieder ein Heiltrank. Maximale Aufladung voll. Mhm.
Aua. Direkt reingelaufen ist ja nicht so geil. Nicht so geil. Ja, darum sieht's fresh aus. Ding, 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 ding. Ein cooler Krabbler heißt der, wow. Guter Name. Cool Krabbler. Ja, nächstes. Nicht ganz so viele Gegner. Alter, ich komme rein und krieg direkt einfach mal eine Lanze ins Gesicht. Nicht nur eine, sondern drei. Oh, wir haben da. Guten Tag, wie darf ich helfen? Ah, ich friere gleich ein. Ha! Weg mit dir. Der ist weg. Wen haben wir da noch? Ein paar Gargoyles. Noch ein. So, easy. Lass mich vorbei, Alter. Doch, die sind tot, Leute. Ernsthaft? Die sind tot. Die können mich nicht mehr blocken. Das geht nicht. Das ist nicht possible. Aber das Spiel sagt, hey, doch. Funktioniert. Darf aber nicht funktionieren. Das ist unlogisch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da haben sie mich gerade ein bisschen von hinten getrappt. Trotzdem, den habe ich noch. Aber wer hat mich getrappt? Hat den Schenk dann gecastet? Ruhe, da hat ein bisschen viel Damage gemacht. Die Bogenschützen machen so viel Schaden, ey. Piu. Level up! Level, ich habe keine Ahnung. 21? 22? 22. Nice. Ah, nice, da auch noch ein Schild weggenommen. Komm her, komm her, komm her. Aufgeladener Donner. Der hätte schon mal ein Schild gehabt. Was ist das? Warum kann ich ihn nicht damagen? Achso, ich muss einfach nur in seinem Radius bleiben. I understand. Jetzt muss ich mich damage machen. Gar nicht nervig. Er hat einen Elektrohelm. Das ist ja witzig. Ah, macht mir ab und zu ein bisschen Damage. Nice, hier eine Sonnenruhe. Oh Leute, kommt Gargoyles raus. Ist ja lustig. So much money, 60.000! Damit können wir uns ja auf jeden Fall eine Karte kaufen. Plus ein paar Verbesserungen. Das wäre natürlich mega nice. Oder wir können eine aufwerten. Und können die kaufen. Sehr cool. Ah. Ja, na klar.
Und das nur, weil ich einfach mal Perfektionist sein möchte. Und einfach mal da hinten noch lang gelaufen bin. Nur deswegen kamen diese Krabbler noch an. In den Kisten ist meist noch nichts drin, oder? Aber super viele Artefakte. Oder Schätze. Das gefällt mir sehr gut. Aua. Ist das ein Assi-Game, Alter? Da gibt's eine riesige Map um mich rum. Was passiert? Die Dinger fliegen direkt auf mich drauf. Scripted. Alles gescriptet. Vergiftet. Wer friert mich hier ein? Ich muss sagen, dieses Schild aufbrechen ist echt cool. Das gefällt mir super. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und gleich gehen wir in die letzte Ebene. Wir kommen schon noch zwei Gegner. Und nur einer. Muss hier irgendwo sein, oder? Warte. Eine leicht abgenutzte Münze. Und noch den Bossgegner. Mal ein bisschen auf die Boss-Stage. Ist ja doch ein bisschen mehr. Alter! Wo kommt ihr her? Ich habe einen gerade gekillt, der 3 Herzen. Mein Attack macht einfach 1 Damage. Und auf einmal kommt da noch so ein riesiges Viech heraus. What the fuck war das? Flinke Viper. Ach, schon wieder ein Bogenschütze. Ist das widerlich, Alter. Du feiges Stück schon wieder. Muss ich in seiner Range bleiben? Du bist so eine Scheiße. Dieses Game ist so ein Bullshit gerade. Das ist so eine Zeitverschwendung. Jedes Mal ihn so oft so zu platzieren, dass er immer hin und her springt. Ich jedes Mal hin und her laufen muss. So ein Drecksgame. Ohne Witz, sowas kann man sich echt schenken. Er wird gleich wieder rüberjumpen. Oh, steht am Weg. Jumpt er weg. Oh, nee, solche sowas mag ich nicht. Sowas können sich Entwickler echt getrost schenken. Also ich weiß nicht, ich kenne keinen Menschen, der gerne verarscht wird. Und zwar gescriptet verarscht. Keine Ahnung. Weiß nicht, ob ihr einen kennt. Kein Keim. So, ich muss links noch lang laufen, da diese Viper einfach abgehauen ist. Dieser Verlangsamungseffekt ist einfach nur widerlich. Oh.
Blitzschlag mit 6 Phasen. Man kann sich wenigstens nicht so leicht verstecken. Oh, das war's schon. Da schießt auch Blitze. Hallöchen. Ich muss wieder Damage machen. Gib mir gar nicht auf die Nerven, dass der Stein ständig auf mich drauf liegt. Obwohl es eine riesige Map gibt. Jetzt treffe ich halt gar nicht mehr. Aufladung, okay, wir hatten schon Max. 5 Dinge fehlen noch. Und das Fass ist wahrscheinlich da links, wo ich nicht weitergelaufen bin, oder? Hier hinten, wo ich aufgehört habe, weiterzulaufen. Das dachte ich mir schon, dass da noch was ist. Oh, hier ist eins, okay. Ich hätte gedacht, wär da oben. Easy! Aber immerhin trotzdem eine Viertelstunde. 50.224 Punkte. Ne, kommen noch ein paar mehr dazu. 52.121, aber keine Achievements oder ähnliches gefarmt. Ich hätte das Kessels kaufen. Lassen wir magische Karten infizieren. Magischen neuen Kartenplatz freistarten, auf jeden Fall. Stay alive, stay alive. Beende 10 Spiele am Stück ohne zu sterben. Nice. Stay and listen for a while. Wir haben 69.000 Gold. Letzte Kartenslot für 100.000 Gold. Hast du Chance auf Eiszapfen nach dem Töten? Also 3% pro Monsterherz. Wenn wir 6 Herzen haben, die 18%. Aber das ist doch nicht gut für mich, oder? Und trampelt über kleine Spinnen auch, sehr interessant. Nee, ist nicht so gut. Giftbombe, Eisbombe, die will ich aber eigentlich auch nicht nutzen, die finde ich jetzt nicht so praktisch. Stadtportal auch nicht. Hängergürtel. Also ich würde schon einen von den beiden Ringen nehmen. Die Frage ist, welchen? Ich würde das mal probieren, tatsächlich. Einfach mal zu gucken. Wie es denn damit aussieht. Ein Heiltrank aufwerten. Jetzt brauche ich 10.000. Hab ich noch, aber will ich jetzt nicht. Rüstungsbrechen machen wir mal. Wir brauchen dafür aber trotzdem die Wahrheitsrune. Tatsächlich ist ja widerlich. Dafür brauchen wir auch die Wahrheitsrune. Nein, die ist zu teuer. Die will ich nicht ausgeben. Ich bin geizig. Ah, die zerstörte Schicke wird eine Attacke auf Monster in der Nähe. Wir können das auch verbessern. Dafür brauchen wir zum Beispiel nicht die Runen. Aber wir können, ja. Zack, den mal kurz aufwerten. Um 1 nach oben. Miau. Oh, 2 Lebensrunden und eine Todesrunde. Und dann haben wir beim dritten. Erhöht Ausweichchance bei Ziegen. Das ist also nichts weiteres außer Chance bei erlittenen Treffer Herzen sozusagen 10% nochmal zu. Nee, das ist zu teuer. Das brauchen wir tatsächlich nicht mehr. Abhilfe nutze ich eh nicht. Heiltrank bin ich geizig. Verstehe ich. Was wir machen können, ist, wir können mal eine Karte mixen. Dann kann man nämlich deutlich mehr gerade schon machen, weißt du? Wir können theoretisch den Schattenschwert. Wir können nämlich die Reichweite erhöhen, kostet allerdings doppelt so viel.
Was haben wir sonst was am Nutzen? Elektrischer Helm. Wir nutzen kaum was, wa? Was ist mit dem Schwert? Braucht Leben. Dafür. Chance auf eine Feuerschockwelle nach Treffer. Ich brauche noch eine Lebenskarte dafür. So, damit können wir. Wo ist denn die Waffe? Ich kann das Lebensamulett verbessern. Aber ich würde tatsächlich erstmal lieber die Waffe verbessern, die brennende Axt. Die finde ich gar nicht verkehrt. So. Ja, das ist schwierig mit den Karten. Ups, nicht aufwerten, verschmelzen. Warum ist da eine rote Karte? Achso. Ich bin nicht ganz verstanden. So. Wir haben ein Mana-Amulett. Alle 2 Sekunden ein Mana herrscht. Ich meine, nutze ich schon sehr oft und manchmal habe ich einfach kein Mana. Aber dann greife ich einfach an, oder? Echt das Schattenschwert, was war nochmal gewesen? Gehört dann gegen einen Gegner in der Reichweite. Das kostet einfach doppelt so viel. Aber warum? Was braucht das? Eine Todesrune, meinetwegen. Marit, ich bin gespannt, was die letzte Stufe macht. Gewährt 2 zusätzliche Attacken. Effekte anderer Karten treffen zu. Gut, ich würde sagen, wenn wir die 10.000 Gold haben, wir werden auf jeden Fall mal das Schattenschwert noch craften. Es kostet dann zwar 18, aber es macht nichts. Kann man hier. Ach, guck mal, den Mächtenschlag kann ich auch noch skillen. Das ist wichtig. Das ist noch sehr wichtig. Ja, ich kann nicht. Ich kann nicht. Auf Level 3 5 Schaden. Betäubung 25% mehr. Zerbricht Schild. Es schmettert brennende Herz mit einem einzigen Treffer. Zerschmeckt gefrorene Herz mit einem einzigen. Oh, das ist wirklich sehr praktisch. Also, okay, wenn wirklich das ist, dann können wir das nächste Mal die beiden Karten machen. Hui! Okay, wir haben noch 12 normales Mana. Aber das ist dann halt so. Meine lieben Freunde, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Book of Demons. Bis dahin. Ciao!